Hallo und recht herzlich willkommen zurück zum nächsten Part Kingdom Come Deliverance. Im letzten Part waren wir hier bei den Kranken stehen geblieben. Die wollen wir noch heilen, damit hier Bruder Nikodemus mal zu uns kommt. Ich weiß schon, was wir brauchen, aber wir schauen mal kurz ins Kräuterverzeichnis. Und zwar bis zum Beinwell. Das ist das Kraut, was wir brauchen. Riesenkraut, Johanniskraut, Kamille, Minze, sehr schön. Mohnblume, Einbeere, Unkraut, Salbei, Beinwell. Beinwell, auch bekannt als Schwarzwurz, ist das beste Heilmittel bei gebrochenen Knochen, Schwellungen und Prellungen. Zudem hilft es bei inneren, hilft er bei inneren von Knochen ausgehenden Schmerzen. Also bei geschlossenen Brüchen. Er wird für die Gesundheit und Widerstandsfähigkeit verabreicht, kann aber auch dazu genutzt werden, Pferde zu und andere große Tiere zu vertreiben. Wächst häufig an Ufern und in den Gräbern am Rande der Felder. So. Haben wir Beinwell? Nee. Dann müssen wir das Kau... Oh doch, warte mal. Haben wir nicht ein Pferd gepackt? Das war doch das, was ich brauchte die ganze Zeit, oder? Na doch. Beinwell haben wir. Ins Inventar. Gib mal her. 4 Stück. Und dann kriegt er das und dann haben wir, glaube ich, die Questreihe schon fertig. Den restlichen Leuten haben wir nämlich schon geholfen. Beinwell. Du brauchst nur einen. Bestätigen. Danke dir. Mit etwas Glück taugen die was. Komm in ein paar Tagen zu mir, falls du Zeit hast. Mach's gut. So, Ruf verbessert. Jetzt haben wir doch die ganze Questreihe abgeschlossen, oder? Sag Johanka, dass es nichts mehr zu tun gibt. Wo ist Johanka denn? Bei den Kranken, dachte ich. Können wir die Quest anpinnen? Okay, haben wir schon. Wir haben alle Kranke behandelt. Das ist doch toll. Johanka, guck mal, Johanka. Wir können gleich was essen. Oh, Johanka hat wieder keine Stimme. Über die Lage hier. Erzähl mir mehr über. Also, ich weiß alles, was ich wissen muss. Wie geht es den Kranken und Verwundeten? Du hast wahrlich getan, was du konntest. Ich weiß nicht, was ich sonst gemacht hätte. Du hast sogar Leben gerettet. Gar kein Thema für mich. Jo, dich auch. Wir nehmen uns mal Essen. Und können doch jetzt hoffentlich Bruder Elias... Nee, den wollen wir gar nicht. Gottes Hand haben wir abgeschlossen. Ruhe! Ich möchte dich um... Die Adligen belagern Thalmberg. Das hatten wir schon, gell? Schreckliche Zeiten sind das. Okay, glücklicherweise habe ich gerade kaum zu tun. Also packe ich und begebe mich nach Thalmberg. Hab Dank, Pater. Möge Gott es dir tausendfach vergelten. Lebe wohl. So, dann haben wir das. Und dann müssen wir eigentlich nur noch auf den Tribok warten. Wir können, ja. Wir nehmen einfach das Pferd und reiten schon zurück. Ich glaube, von der Uhrzeit passt noch alles. Wobei, wir könnten hier... Wo können wir denn schlafen? Ja, gehen wir hier hin und dann zur Unterkunft. Und dann schauen wir mal, wie lange es dauert, bis der Tribok fertiggestellt ist. Ja, passt sogar von der Zeit. Also wir sind noch vor Einbruch der Nacht, wo gefühlt immer mehr passiert. Zu Hause, beziehungsweise in dem Ort, wo wir sein müssen. Und das ging jetzt? Ja, war ja nur die Quest echt schnell. Wir müssen, wenn ich dran denke, auch noch zu dem Typ. Wahrscheinlich kriegen wir da eine Belohnung. Dafür, dass wir es gemacht haben. Ja, ich habe gesagt, dass ich es nachgeguckt habe, gell, mit dem Beinmüll. Habe ich, glaube ich, jetzt dazu gesagt. Wenn nicht, dann jetzt. Ich möchte das ja offen transportieren. Ich hätte jetzt keine Lösung gewusst, beziehungsweise gar nicht mehr, was der wollte. Oder was der hatte, generell. Dafür ist das ein bisschen lange her. Ich weiß gar nicht. Muss ja... War das so ein Beginn der... Nee, das war schon davor. Das war, wo wir auch noch rausgeworfen wurden und dann in den Kerker mussten das erste Mal. Ja, war schon lustig, wenn man so jetzt langsam an die Reise zurückdenkt. Ich denke, langsam geht's Richtung Finale. Auch wenn wir noch nicht wirklich wissen, was dessen Motiv oder was der generell möchte. Irgendwas mit Sigismund. Das habe ich nur noch nicht ganz verstanden. Ach ja.
Das ist ein Feature, das hätte ich gerne in mehreren Spielen. Also, es nervt zwar immer wieder, aber irgendwie ist es auch lustig. Keine Ahnung, ob es nur ich das so finde. Aber, ja. Ja, generell die Grafik halt echt. Also, ich dachte immer bei den Trailern so ein bisschen, ist das nicht meins, aber jetzt beim selber Spielen sieht alles doch sehr passend aus. 2018 kam, glaube ich, das Spiel raus, gell? Mit diesen HD-Textur... Huch, Entschuldigung. Mit den HD-Texturen hat das was. Wo ist denn der Wirt? Als ob der nicht da ist. Hallo? Kommt da einer? Wo könnte ich denn gegebenenfalls sowieso schlafen? Hier auf der Bank. Wie viel Uhr haben wir? Wir könnten vorspulen, aber dann sind wir halt hier gefühlt tot. ja, schlafen wir einfach hier auf der Couch. Mal gucken, ob einer kommt. Wir machen zu. Und schlafen. Mal gucken. So lange wir können. 12 Stunden. Ich finde es aber interessant, das Spielprinzip, dass das Spiel ja im Hintergrund trotzdem immer Sachen berechnet. Ob wir beispielsweise entdeckt werden, weil sonst würden wir nie manchmal einfach ab der Hälfte entdeckt werden beim Schlafen, obwohl wir das gar nicht dürften. Finde ich aber nice. So, anscheinend kein Problem. Bar ist heute nicht besetzt. Soll mir aber recht sein. Ich kann mittlerweile... Ne, noch nicht. Ich habe nämlich beim ersten Part, ich nehme die letzten, also das ist jetzt der dritte und letzte, den ich voraufnehme, habe ich meine Uhr zum Laden hingegangen. Ich dachte, die ist jetzt fertig, aber noch nicht. Noch nicht, so, wir müssen immer noch warten, bis der Tribok fertig ist. Wir gehen mal auf 18 Uhr. Also ich denke, 2 Tage werden wir warten müssen, mindestens. Oder wir kriegen dann noch eine Benachrichtigung vom Spiel. Tribok fertiggestellt. Und ich frage mich, könnte das dann schon die letzte Mission sein? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Irgendwas muss noch passieren. Aber wir schauen mal. So, okay, wir brechen ab. Und das ging sogar vom Tempo. Sehen wir den Bau schon des Triboks? Lasst mal kurz so ein bisschen duschen. Oh ja, lol, das sieht man ja wirklich. Claypass, oder wie halt auch immer das Pferd heißt, ich wollte schon wieder Plötze sagen. Komm mal her. Ja, guck mal kurz hoch. Ich glaube, da können wir auch pennen. Also muss gar nicht hier unten sein. Vor allem, wenn das Ding zu hat. Dann, was will ich da? So nach dem Motto. Aber cool, der Tribok ist, steht schon halber da. Also am besten wäre jetzt für den, wenn der sieht, wir bauen einen Tribok. Wenn er zum Verhandeln kommt. Aber darauf hat er anscheinend noch keine Lust. Hallo, Herr Robert. Möchte der quatschen? Wir fragen mal kurz nach. Gott sei mit dir. Und mit dir. Was hältst du von Meister Kieser? Er ist sehr geschickt und weiß, was er tut. Und was er sonst noch daherredet, ich ließ ihn das gern versuchen. Aber bei einer anderen Burg. Kann ich verstehen. Davon ist wahr? Ich habe solches Kriegsgerät noch nie gesehen und kann es nicht beurteilen. Was er sagt, würde unsere gesamte Kriegsführung verändern. Er zeigte mir ein paar seiner Zeichnungen. Ich weiß nicht, ob er ein Genie oder ein Wahnsinniger ist. Beides. Was? Es gäbe Probleme? Ach, das waren die Banditenüberfälle. Alles. Gut. Entschuldigung. Ach, hier kommt das hin. Okay. Ja, ich erkenne den Ansatz. Gibt's hier was zu essen? Ja, sicherlich, oder? Achso, ich dachte kurz, das wäre eine Zielscheibe. Okay. Ich bin langsam auch durch. Wird spät. Wir können und. Ach nee, hier können wir nur sitzen. Aber ich würde gerne schlafen. Schlafen und speichern. Das hört sich doch gut an. So, 12 Stunden. Ich hoffe, wir werden nicht gestört.
Und dürfen uns da hinsetzen oder hinlegen. Ich weiß nicht, wessen Bett wir da jetzt versperren. Komfort 30, okay. Geht höher. Aber dient ja auch erstmal nur dazu, dass wir uns hier ein bisschen ausruhen. Ich fände es gerade sehr interessant, wenn man einfach nur da steht, das Spiel laufen lässt. Es gibt ja zum Beispiel den Trade, dass wenn man steht, dass man keine Werte verbraucht. Ich glaube gar keine. Und dann guckt, wie dieser Tribok zusammengebaut wird. Ob das dann einfach so plopp und dann ist er ein Stück weiter oder wie das ist. So ein bisschen wurde es ja in Anno gelöst, Anno 1800 mit dem Monumentenbau. Jesus haben wir auf jeden Fall auf unserer Seite. was passierte da denn? So, gehen wir mal nach 16 Uhr. So war es ja bei Anno ein bisschen, da musstest du immer diese Phasen bauen. Fand ich ganz elegant gelöst. Also hat mir sehr gefallen. Da hat man auch gemerkt, man hat was geschafft irgendwie. Und sonst ist das meistens so mit diesem Plop. Aber wäre cool, wenn jede Stunde beispielsweise eine andere Strebe dazukommt. Noch geiler wäre es natürlich, wenn die das hintragen würden. Aber ich glaube, das sind dann Spiele, das macht noch nicht einmal Cyberpunk vom Entwicklungsbudget her. Das ist wahrscheinlich keine Priorität. Auch wenn es wahrscheinlich vielen gefallen täte. Das sind nämlich dann so Kleinigkeiten, die das Ganze besonders machen. Okay, auf einmal ist er fertig. Schau dir den Probeeinsatz an. Das ist A. Ich glaube, wenn das immer so lange lädt, ja. Mal sehen, wie dick diese Mauern wirklich sind. Ach, das war nur der erste Schuss. Der Tribok muss noch eingestellt werden, das ist alles. Keine Sorge, es läuft alles perfekt. Die Reichweite wird sofort korrigiert. Was ist jetzt? Vector, aus dem Weg, verdammt, ich muss zu Herrn Divish. Herr, Sie kommen. Es bleibt keine Zeit mehr. Bringt ihm Wasser. Atme. Das wird schon wieder. Wer kommt? Eine Armee ist auf dem Weg. Und sie trägt die Farben Hafelmedex und Waldeck. Sie sind schon sehr nah. Hafelmedex? Tja, der wird uns wohl kaum zur Hilfe kommen. Dieser miese Bastard. Mit dem habe ich noch eine Rechnung offen. Dabei dachte ich jetzt, wir haben es geschafft. Anscheinend nicht. Meine Herren, Toss Verstärkung wird uns hier sehr bald angreifen. Das Schwein. Wie viele Männer? Wissen wir nicht. Aber gewiss viele und sie werden bis zum Morgengrauen hier sein. So bald? Wie kommt es, dass wir bis jetzt nichts davon wussten? Das ganze Land versinkt im Chaos. Es ist ein Wunder, dass wir überhaupt etwas wissen. Wenn sie uns in den Rücken fallen, dann... Sind wir erledigt, wie Toss es die ganze Zeit geplant hatte. Verschlagene Schlange. Er war uns immer einen ganzen Schritt voraus. Aber dieses Mal nicht. Was hast du vor? Robert, was meinst du, wie wird das Wetter morgen? Nun, Herr, wenn mich meine Gelenke nicht täuschen, dann wird es regnen. Stark, wie aus Eimern. Hier stellen wir uns auf. Ich und Ratzigs Männer. Ihr wartet, bis sie uns angreifen. Und fallt ihnen dann in den Rücken. Hier und hier.
Wenn wir Erfolg haben, wird es vorbei sein, ehe man in Thalmberg irgendetwas merkt. Das könnte funktionieren. Aber wir müssen Männer im Lager zurücklassen, falls sie doch beabsichtigen, aus der Burg zu kommen und uns anzugreifen. Mir genügen auch wenige Männer. Hängt das nicht davon ab, ob ihr durchhalten werdet? Wir wissen nicht einmal, wie viele es sind. Wir werden durchhalten. Ich gebe meinen Männern die Befehle. Wir werden bereit sein. Und dann kommt doch alles ganz anders. Ich wollte mich den Scarletsern anschließen. Ich brauche dich für mehr als das. Mehr als das? Wenn wir den Steinbruch nicht halten, sind wir erledigt. Du, ich, Hanusch und Ratzig. Und da Hanusch den Flankenangriff befehligt, Ratzig gefangen ist und ich verwundet bin, führt Hauptmann Robert die Truppen an. Wer wäre besser geeignet? Keine Frage, Robert ist ein guter Kommandant. Aber viele der Männer stammen aus Scarlets. Wir brauchen jemanden, der sie kennt und von ihnen respektiert wird. Ja. Dich, Heinrich. Aber das ist... Ich bin kein Held? Herr, glaubst du wirklich, ich wäre den Männern ein Vorbild? Heinrich, ohne dich wäre ich heute nicht einmal mehr hier. Jeder weiß das, außer dir, wie es scheint. Du und eine Gruppe Scarletser werden sich im Wald auf der anderen Straßenseite versteckt halten. Aber Herr, ich sollte eher... Schweig! Unterschätze nicht die Aufgabe, mit der ich dich betraue. Die Männer sind nervös und du musst sie, falls nötig, zurückhalten. Dann fallt ihr dem Feind so schnell und entschlossen in den Rücken, dass er nicht reagieren kann. Gerät die Formation ins Wanken, brauchen wir jemanden, der einen kühlen Kopf bewahrt und die Männer im Zaum hält. Verstanden, Herr. Das wollte ich hören. Wenn du bereit bist, schließ dich den Scarletsern an. Sie versammeln sich im Wald hinter der Straße nach Hatay. Naja, allzu lange haben wir ja eh nicht. Was sammeln? Achso, Löwenzahn. Ich dachte gerade. So, ich kann mich wieder einblenden. Irrt ihr euch gewaltig? Havelmedic kommt uns mit seiner Bande Ziegenficker entgegen! Und wenn es eines gibt, auf das wir in Thalmberg stolz sind, dann darauf, die Ehre unserer Ziegen zu verteidigen. Okay. Und jetzt zur Sache. Stellt euch in der Schlucht vor der Brücke nach Rovna auf. Wir lassen sie aus. Wo muss ich hin? Ah, dahin. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir los, oder? Wobei, ich weiß nicht, wie lange das... Na ja gut, aber wir haben noch 12 Minuten. Ich wüsste nicht, was ich in der Zeit sonst machen täte. Tun sollte. Täte, tun sollte? War kein Deutsch, gell? Nee. Okay, hier unten sind die anderen. Cool, ist irgendwie was anderes jetzt nochmal. So, wir gucken hier nochmal. Ich habe noch das Gefühl, dass wir hier ein, zwei Truhen plündern... benutzen können. So, wir essen erst nochmal. Wichtig. So, hallo. Haben wir hier eine Truhe, die wir aufschließen können? Das ist die Frage. Knacken. Ja, knacken möchte ich nicht. Ich möchte schließen. Interessanter Ort. Ja, das sehe ich auch so. Sehr interessant. Ach, das ist der andere. Der bewacht ja jetzt das Ganze hier. Das stört mich schon länger. Ich vergesse das aber immer wieder. Motion Blur aus. Ja. Das ist nämlich... Uiuiui. Das ist, dass das da hinten unscharf wird. Das stört mich. Vor allem beim Thumbnail machen. Wenn ich dann einen schönen Shot habe und dann ist das Zeug so unscharf. Geht gar nicht. Okay, ich habe das Gefühl, wir können hier nichts looten. Nun gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf und gucken mal, was die Männer machen. Ich hoffe, ich bin ein würdiger Anführer. Ich hoffe, meine Ausrüstung ist gut genug. Das könnte die finale Schlacht sein. Bin ich mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ob das auch unser Ziel ist. Ja. Ja.
So. Den Weg sind wir am Anfang lang geritten. Und jetzt ist es vermutlich einer der letzten. Könnte ich mir... Also, vielleicht kommt auch noch ganz viel. Ich weiß es nicht. Aber es wirkt sehr finalmäßig. Wenn ich das mal sagen darf. So, hier sind wir. Ich glaube... Kommt da was? Kommt eine Cutscene? Ich bleib mal ausgeblendet. Es kommt Musik. Noch nicht. Okay. Kann ich? Halt! Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich auch nicht ducken. Wartet noch ein wenig. Ja, ja, hab dich nicht so. Zum Glück muss ich hier nichts machen. Dass die mich aber auch nicht sehen. Oh, Hilfe, ist der Helm scheiße. Zack. Oh, okay, die macht Schaden. Die sind nicht so dumm wie die normalen Angreifer. Hey, was soll denn das, Junge? So, ich brauche Ausdauer. Wow. Okay, meine, aber bis jetzt wurde ich noch nicht gedamaged, sondern maximal meine Ausdauer regel, also. Ach nee, komm, nicht alle auf einmal. Auf Gruppenkuscheln habe ich keine Lust. Lasst es bleiben. So. Ey, wie konnte der das jetzt blocken? So. Ein bisschen hin und her schubsen. Hallöchen. Hast du Bock? Okay, anscheinend. Ach komm. Schlag zu. Hätte ich irgendwie so wurde, waren da kurz Blocken angezeigt. Au. Na komm, nochmal. Du schaffst das. Okay, jetzt habe ich keine Lust mehr. Können meine sterben, meine Männer? So, mal kurz wieder zurück. Dass der so gut blocken kann, obwohl der woanders hinguckt. Aber da wurde ich mal wieder ausgekontert. Au, wow, 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 da prügeln alle auf mich ein. Entschuldigung. Na komm. So, da haben wir den. Na komm. Jetzt macht Spaß wieder. So macht Kämpfen allgemein Spaß. Jetzt sollen wir es. Ich gehe mal. Okay, wir haben verteidigt. Das ist schon mal gut. Hilfe, ein Hanusch. Okay. Die waren hier hinten, gell? Ja. Wir können schon mal Pfeil und Bogen rausholen.
glaube, ich habe getroffen. Oh, wow, wow. Hey, ganz ruhig, Typ in Ritterrüstung. So. Ich blende mich mal wieder aus. Das hier ist Ihr Anführer. Was, dieser Bursche? Erweise mir gefälligst mehr Respekt, Divish. Den wirst du brauchen, wenn du vor Istvan niederkniest. Oh, na sowas, der Welpe zeigt Zähne. Istvan, sagst du? Nicht Herr Istvan? Oder Herr Toss? Wie nahe steht ihr zwei euch? Ich kenne ihn. Das ist Erik. Toss Hauptmann und rechte Hand. Na, endlich. Eine gute Nachricht. Fesselt ihn und bewacht ihn gut. Diese Bastarde wollen unseren Trebok zerstören. Das war's anscheinend noch nicht. So. Wir schauen mal. Familienbande. Oh, danke. Gehen wir mal kurz vor. Beeil dich. Junge. Jetzt ist der falsche Zeitpunkt, Faxen zu machen. Wirklich. Also, nicht böse gemeint, aber Pferd beruhigt. Okay, ich glaube, das wurde für die Kampagne so gemacht. Zack, dann müssen wir rennen. Finde ich traurig. Aber gut. Ich frage mich, ob ich wirklich zu spät kommen kann oder ob ich überhaupt pünktlich kommen kann. Das sind die zwei Sachen, die ich mich gerade frage. Da ist schon traurig, dass ich die aufgeholt habe. Die rennen ja noch nicht einmal. Ich bin ja selbst im Laufen schneller als die. So, mit dem Pferd wäre ich schon da. Der Typ hier... Er hat gar keine Lust. Er hat noch nicht immer so eine schwere Rüstung. Aber ich frage mich, ob der damit gerechnet hat, dass wir das abfangen. Aber wahrscheinlich nicht, oder? Sonst wären die nicht so überraschter gewesen. Oder dem wurde nur nichts gesagt. Aber wie will er das wissen? Außer er hat den Boten selber geschickt. Ich bin einer Sache auf der Spur. Merke ich. So, ich renne mal vor, gell? Oder wir machen so, weil es gerade passt. Kann ich hier essen? Weil es gerade passt, machen wir hier ganz kurz. Da hinten kommt wer. Folgenschluss und schauen dann beim nächsten Mal, was passiert. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat der Part gefallen. Wir sehen uns dann in der neuen Aufnahme wieder. Bis dahin habt eine wunderbare Zeit. Ach, ich kann gar nicht speichern. Gut, dann schauen wir noch ganz kurz, was passiert. Weil ich hatte nicht vor, noch eine Folge aufzunehmen. Seid ihr böse oder seid ihr gut? Ah ja. Ach, guck mal. Ah, Hilfe. Ja, Jungs, könnt ihr mal kurz kommen? Danke. Hey, ich nehme den auseinander. So habe ich, glaube ich, noch keinen Gegner hier in dem Spiel bearbeitet. So. Weiter geht's hoch. Ja, schauen wir mal kurz. Ist natürlich gerade ein bisschen blöd für mich. Weil noch eine Folge, dann dauert das eben so lange, bis die immer rauskommen. Aber ich kann auch jetzt nicht speichern. Nee. Eine schlechte Situation für mich. Aber dieses rauchende Gebäude da, das erinnert mich. Also ich denke immer, dass wir, niedergebrannt wurden. Aber ich denke, wir müssen jetzt hier einfach nur schnell noch ein bisschen verteidigen. Der hat halt einfach gesehen, dass hier gerade wenig sind. Und dachte sich dann, Alter, da sehen wir uns. Ja, komm. Du kannst halt echt einpacken.
Oh, dass du noch lebst, wundert mich. Alter, wie ich den gebe. Ja, ich habe schon den ersten besiegt. Oh, mittlerweile hat er auch mal Lust anzugreifen. So, aber ich glaube, wir haben den Trieber gleich. So, komm. Alter, wie wir die hier durchprügeln. Oh, sind hier welche durchgedrungen? Oh ja. Entschuldigung, das wollte ich gar nicht. So. Oh, schade. Komm, in den Rücken. Das Gute ist, dass ich meine eigenen Männer nicht anvisieren kann. Das ist wirklich praktisch. Ist das der Letzte? Komm, hier, Opferkreis. So. Ah ne, da ist noch einer. Ah doch, jetzt. Ich glaube, ich kann mich nochmal ausblenden, oder? Oh, ich habe auf jeden Fall gut Geld verdient. Schaden ist nicht zu groß. Also können wir schießen? Nicht so schnell. Herr, worauf warten wir noch? Du hast seine Drohung gehört, Robert. Willst du, dass er Ratzig und meine Frau umbringt? Wir müssen unsere nächsten Optionen abwägen. Und außerdem wäre es eine Schande, die schöne Burg zu zerstören. Aber wie locken wir die Ratten aus ihrem Nest? Herr, ich hätte deine Idee. Was, wenn wir die Geiseln austauschen? Er war der Hauptmann in Vranik und brachte Istvans Verstärkung hierher. Er scheint Toss sehr nahe zu stehen, würde ich sagen. Womöglich kann er uns etwas mitteilen. Und vielleicht ist er seinem Herrn ebenso wichtig wie Herrin Stefanie und mein Vater für uns. Du bist wahrlich deines Vaters Sohn. Du bist ein Geschenk des Himmels. Und du hast recht. Wir verhören diesen Mistkerl. Und dann werden wir weitersehen. Ruh dich aus und komm später zu mir. Ja, und damit haben wir, glaube ich, die Mission geschafft. Und ich kann speichern. Gut, dann aber jetzt wirklich vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Jetzt noch mit diesem kleinen verlängerten Ende. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ihr wollt. Bis dahin, habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.